Und hallo und willkommen zurück zu Modern Tales, Age of Invention oder Zeitalter der Erfindungen. Wir müssen hier noch die Filmrolle einsetzen. Und jetzt können wir uns das Ganze angucken. Zuerst muss ich die Vorhänge schließen, es gibt zu viel Licht, um den Film zu sehen. Okay, jetzt. Our latest invention is the flying anti-gravity sphere. It can fly anywhere in the world within a few hours. First mission, Exposition Universelle in Paris. Some good scientists are being threatened by D'Albignac. We must save them. I'll bring them here, to our secret headquarters. Its position is coded into the memory of my automatic globe. It's easy to use. You just need a compass and a code to tune the device. This time, we'll outsmart D'Albignac. You'll need a compass. Look at my uncle's shed in the port. If you have a compass, you need to check the globe your father's mentioned. Okay, dankeschön, Albert. Tja, da müssen wir nochmal schauen. Das Problem an der ganzen Geschichte ist, Albignac wird uns wahrscheinlich auch verfolgen dann und wir führen ihn natürlich direkt dahin. Was dann auch nicht so gut ist. Außerdem, warum macht man sowas auf eine Filmrolle, dass das dann irgendwer darauf hin kann? Das ist ja Kompass übrigens. Weil, ja, wenn das einer rausfindet, der kann das dann halt nehmen und, ja. Wenn das smart enough ist, dann kann er das, lösen und dann, weiterkommen. Da brauchen wir eine Sonne, was brauchen wir denn noch alles hier? Da sind noch viele Dinge hier, das ist noch ein Rad. Ein Käse brauche ich ja auch noch, der ist hier. Ein Pokal. Da ist noch die Wetterfahne, das ist noch die Schubkarre. Wo ist denn der Pokal? Da ist der Pokal. Da ist die Boje. Und wir brauchen noch das hier nicht. Wo ist denn der Schlitten? Da ist der Schlitten. Haben wir jetzt alles? Jetzt haben wir alles. Nee, da fehlt noch die Flasche. Wo ist denn die Flasche? Die kann ich noch wegräumen. Alles bringt sich da die Flasche. Okay, wir nehmen den Kompass mit. Ein Kompass. So, dann gucken wir mal. Dann setzen wir das da ein. Und jetzt? Die Ringe bewegen sich, aber ich habe keine Ahnung, wie ich sie setzen soll. Das heißt, wir müssen erst noch ein paar Infos rausfinden. Ein Eispickel haben wir und einen zerbrochenen Füllfederhalter. Ich weiß noch nicht genau, wo ich den einsetzen kann. Weil der ja aufgefüllt werden muss und ja. Schwierig. Da kann ich nichts machen. Ich kann hier auch nichts mitnehmen oder so, ne? Nee. Ich weiß nicht, wie ich sie bewegen soll. Ja, das müssen wir erst rausfinden. Das müssen wir erst rausfinden. Ist hier sonst noch irgendwas, was wir hier machen können? Nee, eigentlich nicht, ne? Da war sonst nichts. Hier fehlt immer noch ein Rad. Ein Eispickel. Wir brauchen Salz. Können wir zufällig Dingens anquatschen wegen Salz? Jacob, Zeppelin ordered some salt at your shop. Is it ready? Sure, but it's in one big block. I'll put it on the counter. Oh wow. Maybe Zeppelin want a decent compass too. I have one spare in my shed in the port. Müssen wir den Eispickel erstmal ein bisschen klein hämmern. Okay, ich glaube, Zeppelin kann uns helfen, wenn er uns dahin fliegt, wo wir hin müssen. So, Salz kommt jetzt hier rein. Und los geht's. The electrolysis is working, I see. By the way, have you seen my watch? I seem to have lost it. Die Uhr, eine Pipette. Also mit der Pipette können wir uns jetzt erstmal ein bisschen Tinte holen. Okay, und dann können wir uns das hier auffüllen. So ist umständlich. Ich kenne Füller, die kann man eigentlich so da eintunken und dann über die Spitze tatsächlich das dann ansaugen. Aber das ist eine andere Variante hier. Okay.
geben mal der Hand, der schlauen Hand, das hier. Drück nochmal auf den Knopf. Notizblock. Dieses Bild wurde aus dem Speicher des Kristalls gewartet. Es ist noch ein Code. Okay. Da oben ist blau mit fünf Dingern. Das Dreieck hier und dann da so ein, ich weiß nicht, so ein Y oder so. Ich bin mir nicht sicher. Gucken wir mal. Das Problem ist nur... Achso, wir haben den Code jetzt hier. Wir müssen jetzt gucken. Von der Mitte aus gesehen... Ist 5? Ne, das sind... Doch, das sind 5. Du musst da hin. Das Dreieck muss hier hin. Und das andere Symbol... Wo ist das andere Symbol? Das hier muss dann hier hin. Oh, das ist eine Schraube. Okay. Nachtsicht. Es ist eine Karte. Ist es möglich, genauer hinzusehen? Sibirien? Es ist Sibirien. Irgendwo in Russland. Tunguska. Wir kommen näher. Tunguska. Ich habe noch nie davon gehört. Hauptsitz. Das ist es. Mein Vater ist in Sibirien, in einem Kloster in der Nähe des Tunguska-Flusses. Jetzt auf dahin. Das würde ich aber alles wieder umbasteln hier, dass man das wieder nicht... Falls hier noch einer hinkommt, dann... Albert, please come in. My father's in Siberia. I must get there, but it's so far away. Distance is relative, Emily. Maybe even time is relative. Who knows? If you could fly, you would get to Siberia much faster. Is Zeppelin's airship ready to fly? Okay. If you could fly, you would get to Siberia much faster. Is Zeppelin's airship ready to fly? Noch nicht, aber ich arbeite dran. Jetzt ist er komischerweise hier drin. Jetzt ist er wieder draußen. Jetzt ist er wieder weg. Aha, interessant, okay. Wir haben einen Kabelschneider, eine Mutter und einen Schemel. Wofür wir den brauchen, weiß ich noch nicht. Aber wir haben hier noch was. Ach du meine Güte, jetzt können wir hier richtig wimmeln, okay. Edelweiß, das werden wahrscheinlich Blumen sein, ne? Genau, hier, hier und hier. Gartenzwerg ist dort und die Gießkanne ist hier. Das Hufeisen und Äpfel brauchen wir 3 Stück. Die Bananen. Die Münze liegt auf dem Dach. Das Horn ist hier. Die Kuh ist dort. Das Fass ist dort. Ein Frosch müssen wir noch suchen. Okay, der Frosch ist hier. Und der Schraubenschlüssel ist da. Und das ging ja zügig. Kein Fehler, okay. Ja, wir haben auch alles gefunden, tatsächlich jetzt mal. Ja, hier fehlt ein Rad, ne? Ein Rad fehlt. Aber die Mutter können wir noch nicht draufschrauben, weil wir brauchen erst das Rad, okay. Ja, was machen wir denn? Hier war nichts mehr, ne? Konnten wir uns den Text noch angucken? Nee, anscheinend nicht mehr. Jetzt bin ich echt überfragt. Wo müssen wir denn noch was finden hier? Hatten wir hier eigentlich noch ein Symbol? Ne, habe ich glaube ich schon mitgenommen, oder? Ich bin mir nicht sicher. Ja, ich kann jetzt da oben gucken. Oder? Hier ist doch irgendwas. Hier. Eine Zielscheibe senkt zu hoch, um sie anzupinnen. Ist das Hydroponik? Jedenfalls ist das Gras zu hoch. Ich würde es schneiden. Ja, wir brauchen den Schneider hier. Kann ich hier mit der Zange? Das funktioniert nicht. Interessante Idee, das ist zu dick. Have you seen my watch? I seem to have lost it. Die Uhr. Können wir zufällig das hier durchkneifen? Nein, wir müssen es wahrscheinlich aufmachen, ne? Ich weiß zwar nicht genau, wofür wir es brauchen, aber... Wir werden das schon noch rausfinden. Ein Schemel habe ich noch. Warte mal, ein Schemel? Da kommt man nicht dran. Jetzt kommen wir dran. Dieses Rad war eine Zielscheibe für Schießübungen. Okay, dann basteln wir jetzt den hier dran. Festschrauben. Und mitnehmen. Okay. Jetzt zurück, dann schneiden wir den Rasen. Und dann finden wir hoffentlich was Tolles. Da ist die 16. Was ist das denn? Ein Chip.
Chip mit der 16. Wo konnte der denn hinkommen? Also wenn er noch irgendwo hinkommt, dann weiß ich es nicht mehr. Ein Chip mit der Nummer 16. Ich muss irgendwie hineingelangen. Jetzt klauen wir ihm echt das Luftschiff. Chip mit der 16. Maybe Zeppelin want a decent compass too. I have one spare in my shed in the port. Den haben wir schon. Wir haben eine 16. Ich weiß zwar nicht genau, wie wir die brauchen. Eine Uhr mit graviertem Z. Komisch, eine Kette hat sich... okay. Hier. Z für Zeppelin. Den Chip haben wir noch hier. Okay, jetzt haben wir die Uhr gefunden, bitteschön. You found my watch. Where was it? In my father's house. What were you doing in there? You shouldn't have asked. Don't move. Dolbignac will want to talk to you. His airplane will land on the outskirts soon. Yes, an airplane. Into the workshop. I'm going to meet him. Don't take it personally. Dolbignac forced me to work for him. You will stay locked in here until I return with him. Da ist aber der Schlüssel. Das ist doch unsinnig. Okay, es ist kein Schlüsselloch dran. Dann, ja, könnte es ein bisschen schwieriger werden. Wir haben die 16. Können wir hier was kaputt machen? Vielleicht könnte ich dieses Fenster öffnen. Die Frage ist, wie? Es muss... Achso, sind das Schlüssel für die Handschellen? Sag mir nicht, das sind Schlüssel für die Handschellen. Das sind Schlüssel für die Handschellen. Was ist das? 11, 35, 19 und 26. Ist das irgendeine Art Code? Das bringt sich weiter, okay. Versteller Schreibtisch muss eine Kurbel sein, aber es fehlt ein Mülleimer. Können wir mit dem Mülleimer zufällig das Fenster kaputt machen? Das ist aber nicht sehr gut gemacht, wenn das so rausgeht. Are you okay? My uncle said you might need help. Zeppelin turned out to be my dad's enemy. Keep watch to make sure he's not coming back. I have to get into his airship. You want to hijack the airship? I'll help you. Okay, Albert ist ja krass drauf. So, ich denke mal, die Dinger kommen hier hin. Irgendwie. Kommen sie nicht? Blockiert. Ich habe die Dinger hier, aber ich kann die hier nicht einsetzen. Ich hätte gedacht, dass ich die hier einsetzen muss. Fragen über Fragen. Da kommen wir auch noch nicht dran, weil das ja abgeschlossen ist. Lässt sich nicht öffnen. Den nehme ich noch mit. Jetzt kommen wir da wieder rein. Den müssen wir zerlegen. Okay, dann müssen wir jetzt hier und hier noch was einsetzen. Setze die freien Chips in die freien Flaschen ein. Die Werte der Chippaare müssen den entsprechenden Zahlen auf dem Papier entsprechen. Oh, das kann ja weiter werden jetzt hier. 19. Machen wir mal die 16 und die 3 haben wir gar nicht. Das geht also schon mal nicht. Die 19. Die 12 und die 7? Wäre die 19. 26. Was soll denn eine 5? Eine 8? 24, 35 brauchen wir da oben. 35. Ist die 19 und die 16. Die 11 ist... die 5 und die 6. Und jetzt habe ich ein Problem. Ich brauche die 26. Nee, die 18 und die 8. Okay. Nettes Luftschiff. Warum ist da eigentlich immer so ein Dingens? Ein großes Loch, es muss ja irgendein Mechanismus sein. Hier, stopp da rein. Oh.
Diese kleine Schädlinge hat die elektrischen Kabel angefressen. Konnte sie nicht etwas Schmackhaftes finden? Großartig. Hier. Zeppelin-Krieg. Das Luftschiff wird mit Maschinengewehren, Kanonen und schweren Bomben bewaffnet. Es muss eine ultimative Waffe werden. Oh, okay. Da gehört was hin. Okay, eine Knarre. Er scheint der richtige Waffennase zu sein. Hier. Angefressene Kabel. Das Luftschiff fliegt nicht mit defekten Kabeln. Ein Revolver, den muss ich zerlegen wahrscheinlich. Da haben wir noch was. Ich würde lieber nicht mit dem Gashebel spielen, zumindest bis die Hangartore auf sind. Eine Kurbel. Zündung. Um den Motor zu zünden, muss ich den Schlüssel drehen. Dafür brauchen wir erstmal einen Schlüssel. Ich habe eine Kurbel und ich habe einen Revolver. Da kann ich noch was gucken. Also da kann ich nur vorne gucken. Ja, jetzt klauen wir ihm echt das Luftschiff hier. Krass. Hier ist noch ein Symbol. Gar nicht gut. It's Dorbignac. Okay, dann müssen wir uns auf jeden Fall beeilen. Und ich würde sagen, bis weiter geht's in der nächsten Episode. Also danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.